Zum ersten Mal gemeinsam auf der Allgäuer Festwoche. TV Allgäu und RSA, der Allgäu-Sender, mit einem vielseitigen Programm. Was es damit der Holzskulptur auf sich hatte, dazu später mehr. Um 10 Uhr fiel der Startschuss für Radiomoderator Lars-Peter Schwarz und seine Kollegin von TV Allgäu, Julia Thalkofer. Themen an diesem Vormittag: Milch, Obst und Landwirtschaft im Allgäu. Klar, dass dann auch die Allgäuer Herbstmilchwochen angesprochen wurden. Damit sollen die landwirtschaftlichen Betriebe in den Vordergrund rücken und mit ihnen die Milch. Eigens dafür war eine der ganz wenigen Allgäuer Käsesommeliers zu Gast auf der Bühne im Stadtpark, Roswitha Boppler. Sie arbeitet als Beraterin im Lebensmittelhandel, in der Gastronomie und Hotellerie. Bayernweit gibt es ungefähr 400 Käsesorten, deutschlandweit ungefähr 1200 und wenn man so will, weltweit 4000 Käsesorten. Und da muss man natürlich schon ein bisschen Fachwissen mitbringen. Man muss natürlich schon wissen, was ist ein Roquefort, was ist ein Farmhaus-Cheddar oder zum Beispiel, was ist ein Sennalbkäse. Das sollte man schon wissen, damit der Verbraucher einfach auch mehr erfährt. Aber das Allgäu hat noch viel mehr außer Käse zu bieten, beispielsweise Kräuter, wie die Kräuterbäuerinnen Beta Grad und Gabi Prinz zu berichten wussten. Sie bieten nicht nur Urlaub auf dem Bauernhof an, bei ihnen stehen die Pflanzen im Mittelpunkt. Die Allgäuerinnen sind sich sicher, auch ohne spezielles Kräuterbeet finden sich viele Pflanzen mit heilender Wirkung im heimischen Garten. Ich denke mal Salbei, Spitzwegerich, die Brennnessel natürlich, Ringelblumen, Kamillen oder auch Äpfel sind zum Beispiel auch Heilkräuter, die Rosen gehören mit dazu, eigentlich querbeet. Was kann man denn mit diesen Kräutern alles anstellen? Man kann in erster Linie Sirup herstellen, man kann Blütenzucker herstellen, man kann Kräutersalz herstellen. Wir gehen dann weiter zu Tinkturen, Salbenherstellung, auch Seifenherstellung ist möglich oder dann auch Räucherware. Als Schmankerl verteilten die Kräuterbäuerinnen dann auch fleißig ihre Kräuterprodukte, als Geschenk an die Besucher. Ein ganz anderes Geschenk soll das Projekt der Maler und Lackierer in Umkempten werden. Noch handelt es sich um Leinwände, die neben der Bühne per Pfeil und Bogen verziert werden. Bald sind es aber Kunstwerke, die zugunsten des bunten Kreises versteigert werden. Schlag auf Schlag ging es mit den Gästen auf der Bühne im Stadtpark weiter und so stand auch schon Florian Schmidt von der Versuchsstation für Obstbau Schlachters Rede und Antwort und berichtete von der Arbeit der Obstbauschule am Bodensee. Sie gehört zur staatlichen Forschungsanstalt für Gartenbau Weinstephan. Wir sind am Samstag nochmal hier auf der Allgäuer Festwoche in der Halle 10a. Wir sind da mit unserem LIDA-Projekt vertreten, also mit Erhaltung und Nutzung von alten Kernobstsorten im Allgäu. Und sind den ganzen Tag da, hoffen, dass die Bevölkerung aus dem Allgäu kommt, ihre Äpfel aus dem Garten mitnimmt und wir versuchen, die zu bestimmen und versuchen da natürlich auch interessante neue Sorten für uns wieder irgendwie rauszufinden. Der Nachmittag auf der Bühne im Stadtpark stand ganz im Zeichen der Tracht. Örtliche Händler präsentierten die neuesten und traditionellsten Outfits. Denn seien wir ehrlich, was wäre die Festwoche ohne Dirndl und Lederhosen? Für Freiwillige aus dem Publikum gab es dann auch noch das passende Make-up. Das kam gut an. Zu guter Letzt natürlich die Frisur. Vor allem die Besucherinnen der Festwoche nutzten die Chance, eine passende Festfrisur zu bekommen. Also eine traditionelle Frisur beim Dirndl ist halt eher so alles geflochten gehalten. Man könnte es mit einem Dutt kombinieren. Eventuell ist es jetzt bei mir ist, so die Pony-Partie geflochten. Mir gefällt persönlich am besten schon das Hochgesteckte. Man kann es auch je nachdem, wie man das Dirndl trägt, offen oder geschlossen halten. Wie Tracht auch heute noch gelebt wird, präsentierte anschließend die Tanzgruppe der Unterillertaler. Das ist ein Verein aus Kempten, der sich die schwäbische Volkstumspflege auf die Fahnen geschrieben hat. Und was hatte es nun mit der Motorsäge und dem Holzklotz auf sich? Daraus machte Carving-Künstler Markus Rist eine hölzerne Lederhose. Rund eine halbe Stunde werkelte der gelernte Zimmerer vor der Bühne am Stadtpark. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Das bestgekleidete Paar in Tracht sollte sich später über dieses Unikat freuen.